Ganz herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen. Wir starten mit dem Zellzyklus. Das beschreibt den Moment ab der Geburt einer Zelle durch Zellteilung, wo sie entsteht, dann was ihr alles widerfährt im Laufe des Zelllebens bis hin zur nächsten Zellteilung, wo dann zwei Tochterzellen resultieren. Ganz wichtig werden die Chromosomen im Zellzyklus sein. Wir schauen uns an, wie Chromosomen aufgebaut sind, welche Funktionen sie erfüllen und vor allem, in welcher Form sie im Zellzyklus drin erscheinen. Die Zellteilung haben wir bereits angesprochen. Sie ist ein Bestandteil des Zellzykluses. Die Mitose ist eine von zwei Formen der Zellteilung, die wir kennenlernen werden. Die Mitose erzeugt Klone, genetisch identische Zellen. Damit ist beispielsweise unser Körper aufgebaut. Ausgehend von der befruchteten Eizelle bekommen wir über Mitosen schließlich einen vielzelligen Organismus. Starten wollen wir mit dem Zellzyklus. Hier auf Seite 11 haben wir den Zellzyklus schematisch dargestellt. Dieser Kreis, der gibt an, wie das Leben einer Zelle ausschaut. Unser Leben beginnt mit der Kindheit, dann kommt die Jugendphase, die Phase des Erwachsenendaseins und schließlich sind wir am Ende des Lebens als Senioren unterwegs. Im Leben einer Zelle kann man ähnliche Phasen erkennen, allerdings heißen die dann etwas anders und in diesen Phasen geschehen auch etwas andere Dinge als in unseren Lebensabschnitten drin. Wir starten die Überlegung mit dem Beginn des Lebens einer Zelle. Beginn des Lebens bedeutet hier an dieser Linie, da ist die Zelle entstanden durch Zellteilung. Wir haben also zuvor eine Mutterzelle, die teilt sich. Wir haben jetzt also zwei Tochterzellen. Überlegen uns, was geschieht im Leben einer soeben entstandenen Tochterzelle. Wir erkennen unschwer, da hat es einen blauen Abschnitt und einen grünen. Der blaue Abschnitt, der beschreibt verschiedene Phasen, die etwas generellen Charakter haben. Und der grüne Abschnitt, das ist dann die eigentliche Zellteilung. Wir schauen uns an, wie genau die einzelnen Abschnitte hier ausschauen und was da drin im Detail abläuft. Wir sehen zunächst mal, die Struktur hier ist kreisförmig. Das hat weder einen Anfang noch ein Ende. Mit anderen Worten, die Zellen, die sich da in diesem Zellzyklus drin befinden, die wären also dauernd sich am Teilen. Für die allermeisten Zellen in einem Körper drin gilt das allerdings nicht. Die meisten Zellen eines Körpers teilen sich nicht mehr. Nachdem sie gebildet wurden, an dieser Position hier, scheiden sie aus dem Zellzyklus aus und gehen in die sogenannte G0-Phase. G0-Phase bedeutet, hier erfüllen die Zellen die verschiedenen Funktionen, die sie zu erfüllen haben. Eine Muskelzelle erzeugt Bewegung, eine Knochenzelle hält den Druck aus, der da auf dem Skelett lastet, und eine Zelle im Dünndarm nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf, vielleicht vom Mittagessen, das wir da vor kurzer Zeit gehabt haben. G0 bedeutet also, hier geschehen die physiologisch relevanten Schritte. Die meisten Zellen teilen sich jedoch nicht mehr. Eine Muskelzelle, eine Knochenzelle, eine Zelle im Dünndarm, die teilt sich in der Regel nicht, sondern erfüllt da die physiologisch relevanten Funktionen. Gewisse Zellen jedoch, die teilen sich weiter. Unsere Haut erneuert sich permanent. Die roten Blutkörperchen in unserem Körper, die haben eine Lebenserwartung von etwa 120 Tage, 4 Monate. Dann werden sie abgebaut. Mit anderen Worten, es braucht permanent neue Erythrozyten, neue rote Blutkörperchen. Die müssen gebildet werden. Wir haben also in einem Körper drin punktuell an verschiedenen Orten Zellen, die sich durchaus noch teilen können. Bei Wundverschluss kann das auch an ganz verschiedenen Orten im Körper sein. Eine Zelle, welche sich teilt, die geht, wenn wir da wiederum mit der Zellteilung beginnen,
nicht in die G0-Phase, sondern bleibt in der sogenannten G1-Phase. Optional können auch Zellen aus der G0-Phase zurückkehren in diese G1-Phase. Die G1-Phase zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich die Zelle hier darauf vorbereitet, anschließend ihre DNA in den Chromosomen verdoppeln zu können. Wir haben den Prozess schon kennengelernt, die DNA-Replikation, wo eine DNA-Doppelhelix als Vorlage genommen wird und dann entstehen zwei identische Kopien davon. G1-Phase wäre also die Vorbereitung auf die Verdopplung der Chromosomen, auf die Verdopplung der DNA. Und die S-Phase, S steht für Synthese. Da wird die DNA synthetisiert, da wird die DNA gebildet, die Chromosomen verdoppelt. Das wäre dann also die eigentliche Verdopplungsphase, in der das genetische Material dupliziert wird, so dass es dann bei der Zellteilung auf die beiden Tochterzellen verteilt werden kann. Die G1-Phase, haben wir geschrieben, sei also eine Vorbereitung auf die nachfolgende Verdopplung der Chromosomen, der DNA-Synthese. Am Ende der G1-Phase haben wir den Restriktionspunkt R. Der wäre hier violett markiert. Das Spezielle an diesem Restriktionspunkt ist, dass die Zelle, wenn sie denn über den Restriktionspunkt hinausgeht, anschließend das gesamte Programm vom Zellzyklus zwingend durchlaufen muss. Wir können das durchaus nachvollziehen in dem Moment, wo man beginnt, die eigenen Chromosomen in der S-Phase zu verdoppeln. Wir haben dann plötzlich mehr DNA als in einer normalen G0-Phase. Damit wieder der ursprüngliche Zustand erreicht wird, muss dann auch eine Zellteilung folgen. Daher dieser Restriktionspunkt R, bei uns hier violett. Die Zelle hat nun ihre Chromosomen verdoppelt oder beziehungsweise die DNA in den Chromosomen verdoppelt. Als nächstes in der G2-Phase macht sie sich bereit für die anschließende grün gehaltene Zellteilung hier. Die eigentliche Zellteilung, man nennt sie auch die Mitose, die besteht aus vier Unterphasen, Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, wir lernen sie heute noch kennen. Im Moment sagen wir einfach, bei der Mitose wird aus einer Mutterzelle, werden da zwei Tochterzellen hervorgehen. Aus 1 wird also 2. Als nächstes wollen wir uns eine Tabelle anschauen, die einige Zahlen zeigt, wie lange diese blau gezeigte Interphase, die Mitose und der Zellzyklus insgesamt dauert. Wir haben das gleich auf der nächsten Seite im Skript drin, auf Seite 12. Diese Tabelle zeigt uns links einige verschiedene Organismen. Wir beginnen da mit dem Rüebli, der Karotte. Da sind einige Pflanzen aufgeführt. Die Maus, ein Modellorganismus in der Biologie, und der Mensch, damit wir da eine Vergleichsgröße haben. Die eigentliche Zellteilung, die Mitose, die haben wir in dieser Spalte hier fast ganz hinten angegeben. Wir können sie, wenn wir die Farbkodierung von vorhin verwenden wollen, grün markieren. Der Zellzyklus insgesamt, der war vorhin einerseits blau für die Interphase und grün für die eigentliche Mitose. Ich kann da deshalb eine Farbe wählen zwischen grün und blau, vielleicht hier dieses Türkis. Und insgesamt von Zellteilung zu Zellteilung sehen wir da einige Angaben in Stunden. Wir erkennen unschwer, so ein Zellzyklus, der dauert, der braucht Zeit. Das sind komplexe Prozesse, die DNA zu verdoppeln, dann die Chromosomen auf die Tochterzellen zu verteilen. Das kann die Zelle nicht in ein paar Sekunden oder Minuten machen. Das dauert 7 Stunden und kann dann durchaus die Größenordnung von einem Tag erreichen. Bei der Maus
ist das Kornea-Epithel untersucht worden. Das ist die Hornhaut im Auge drin. Diese Zellen teilen sich relativ langsam. Da sehen wir 102 Stunden. Die Wurzelspitze bei Pflanzen besitzt eine Gruppe von Zellen, sogenannte Wurzelapikalmeristem. Das ist eine Gruppe von Zellen, die sich permanent teilt und das Längenwachstum der Wurzeln in die Tiefe macht. Da sehen wir, die sind recht aktiv. Da werden permanent neue Zellen gebildet. Die eigentliche Zellteilung, die Mitose, die dauert dann nicht ganz so lange. Trotzdem, wir können auch da erkennen, das braucht Zeit, eine halbe Stunde. Das ist dann doch so langsam, dass wir im Mikroskop drin keine Bewegung sehen könnten. Die Zellen würden für uns statisch erscheinen, die Chromosomen würden statisch erscheinen. Erst im Zeitraffer, wenn man Videoaufnahmen macht, lässt sich dann eine Bewegung nachvollziehen, dass die Chromosomen auf die Tochterzellen übertragen werden und zum Schluss dann auch durch Einschnürung die beiden neuen Zellen aus der Mutterzelle hervorgehen. Wir schauen uns als nächstes den Aufbau der Chromosomen etwas genauer an. Chromosomen spielen im Zellzyklus eine ganz wichtige Rolle. Sie erscheinen da in verschiedenen Formen. Ihr Erscheinungsbild ist auch nicht immer genau gleich über den Zellzyklus hinweg. Daher macht es Sinn, dass wir uns an dieser Stelle einige Gedanken machen, wie Chromosomen bei Eukaryoten, also auch in den menschlichen Zellen drin, aufgebaut sind. Die Chromosomen, sie enthalten die Gene, sie enthalten die DNA, die Erbinformation. Das bedeutet, Chromosomen bestehen aus einer DNA-Doppelhelix. Die wäre hier unten gezeigt. Ein Chromosom besteht jedoch nicht nur aus DNA. Das ist sicher der Informationsträger und entsprechend ist seine Bedeutung. Aber DNA in einem Chromosom drin ist zusätzlich mit zahlreichen Proteinen assoziiert. Diese Proteine führen dazu, dass der DNA-Faden lang und dünn zunehmend verkürzt wird und erst in dieser verkürzten Form überhaupt Platz findet im Zellkern drin. Elektronenmikroskopisch sehen wir hier auf der rechten Seite so eine Doppelhelix ohne Proteine. Die erscheint im Elektronenmikroskop also einfach als schwarzer Strich. In Zellen drin wird dann die Doppelhelix um jeweils 8 solche Histonproteine herum gewickelt, immer zweimal. 2 Schlaufen gehen um so einen Kern aus Histonproteinen drumherum. Dann kommt noch ein 9. Histonprotein, das da hier quasi verschließt, die Schlaufen daran hindert, wieder abgewickelt zu werden. Wir bekommen dann also Strukturen, die hier etwas aufgewickelt sind, kugelförmig erscheinen, bestehend aus Histonproteinen und 2 Schlaufen DNA und etwas DNA dazwischen, so Spacer-Regionen. Im Elektronenmikroskop ist das auch sichtbar. Man kann die Chromosomen so präparieren, dass man dieses Stadium sehen kann. Wir sehen da diese schwarzen Kügelchen. Und dazwischen können wir erahnen, sind diese schwarzen Punkte durch einen feinen Strich miteinander verbunden. Das wären also hier diese Nukleosomen, so nennt man diese Kügelchen, welche untereinander wie Perlen auf einer Perlenkette durch DNA verbunden sind. In dieser Form als Perlenkette findet man allerdings die DNA noch nicht im Zellkern drin. Diese Nukleosomen, diese Kügelchen, die werden ihrerseits so spiralförmig aufgewickelt. In der Form können dann Chromosomen auftreten. Man nennt diese aufgewickelte Struktur, bestehend aus Nukleosomen, eine Chromatinfaser. In dem Zustand der Chromatinfaser können die Gene, die auf der DNA drauf sind, sehr gut abgelesen werden. Also in dem Zustand, wir sehen da eine elektronenmikroskopische Aufnahme, für uns mag das relativ dicht ausschauen, stark aufgewickelt, aber die RNA-Polymerasen, die können hier an die DNA andocken, an die Promotorregionen und dann
eine Messenger-RNA erzeugen. Sie können da also den Genen entlangfahren, die Basensequenzen ablesen und eine Messenger-RNA produzieren. Wir haben den Prozess bereits kennengelernt. Die Chromatinfaser, könnte man sagen, ist also die Arbeitsform der Chromosomen. Arbeitsform deshalb, weil hier die DNA abgelesen werden kann. Man sagt auch, das Chromosom sei dekondensiert, dekondensiert im Sinne von abgewickelt und damit gut ablesbar, gut zugänglich. Wenn sich eine Zelle in der G0-Phase befindet, eine Muskelzelle also Bewegung erzeugt, eine Knochenzelle den Druck aushält und die angesprochene Zelle im Dünndarm Nährstoffe aufnimmt, dann, wenn man mit einem Elektronenmikroskop in ihren Zellkern reinschaut, würden die Chromosomen so ausschauen. Also eine normale Zelle, normal im Sinne von, sie macht Physiologie, sie macht die Dinge, die sie für einen Organismus tun soll. Eine solche normale Zelle besitzt also dekondensierte Chromosomen, die sind abgewickelt, die Gene können abgelesen werden. Vielleicht will sich jetzt aber die Zelle irgendwann teilen, dann würde sie zunächst ihre DNA verdoppeln, damit dann eine wirkliche Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen möglich wird. Müssen die dünnen, langen Chromatinfäden noch weiter aufgewickelt werden? Die Zelle überführt deshalb die Arbeitsform dünn abgewickelt in eine Transportform und zu dem Zweck wird das Chromatin, diese Ebene, Organisationsebene hier, nochmals aufgewickelt, nochmals spiralisiert. Diese verkürzte Form wird nochmals spiralisiert und höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht ganz so genau, gibt es dann noch weitere Spiralisierungsschritte, so dass wir am Schluss ein Chromosom bekommen, das stark verkürzt ist. Durch diese permanente Aufwicklung bekommen wir eine Verkürzung. Gleichzeitig wird das Produkt dann aber auch im Durchmesser zunehmen. Wir bekommen also kurze und dafür dickere Chromosomen. Für die Zelle bedeutet das, sie wechselt von der Arbeitsform in die Transportform. So wie wenn wir da einen Koffer packen würden, anschließend können wir den Koffer gut am Griff nehmen und damit auf die Reise gehen. Damit ist alles handlich beisammen. Genauso wird hier die DNA auch handlich verpackt. Eine solche aufgewickelte Hälfte nennt man dann eine Chromatide. Sprachlich sehr nahe beim Chromatin. Der Chromatinfaser hier meint aber, eine Chromatide bedeutet, dass hier das Chromatin verkürzt ist, indem es aufgewickelt wurde. Die Zellteilung vorhin war grün im Zellzyklus drin. Ich werde daher auch jetzt die verkürzte Transportform grün markieren. Wir haben jetzt den Zellzyklus kennengelernt. Wir haben auch den Aufbau von Chromosomen angesprochen. Als nächstes wollen wir beides zusammenbringen und uns überlegen, wann im Zellzyklus ein Chromosom wie ausschaut. In dieser Abbildung haben wir oben vier verschiedene Erscheinungsformen von Chromosomen. Alle kommen vor. Im Laufe eines Zellzykluses werden diese vier Erscheinungsformen durchlaufen. Und unten haben wir die einzelnen Abschnitte im Zellzyklus drin angegeben. Die Interphase ist blau gezeigt. Das wäre hier G1, G0. Dann die Synthesephase zur Verdopplung der Chromosomen, Synthese der DNA, DNA-Replikation. G2, die Vorbereitung auf die eigentliche Zellteilung, die Mitose. Die Mitose dann, die Zellteilung ist hier grün wiedergegeben. Wir haben die gleiche Farbkodierung wie vorhin. In der ersten Hälfte der Zellteilung
Das wären hier diese beiden Phasen, Pro- und Metaphase, haben wir Chromosomen, die etwa so ausschauen, verkürzt und zwei Hälften, zwei Chromatiden besitzen. Danach in der zweiten Hälfte der Mitose, Anaphase, Telophase, sieht ein Chromosom hier so aus, besitzt es nur noch eine Chromatide. Gehen wir das Schritt für Schritt durch. Beginnen die Überlegungen mit der Arbeitsform. Das bedeutet, hier sind die Chromosomen dekondensiert. Sie liegen als Chromatin vor. Also diese langen, dünnen Fäden. Die Gene sind gut zugänglich. Die Gene können abgelesen und exprimiert werden. In dem Zustand spricht man von Chromatin. Bei uns symbolisiert durch einen langen, relativ dünnen Faden. Chromatin wäre blau. In der G1- und G0-Phase haben wir eine Doppelhelix, die geht von ganz oben bis ganz unten. Wenn die Zelle sich teilen will, muss sie als erstes die Doppelhelix durch DNA-Replikation verdoppeln. Dann haben wir auf der linken Seite eine DNA-Doppelhelix, die von oben bis unten geht. Und auf der rechten Seite haben wir eine zweite Doppelhelix, die ebenfalls von oben nach unten geht und eine exakte Kopie darstellt von der Kollegin da auf der linken Seite. In dem Zustand sind die Chromosomen immer noch dekondensiert, sie sind immer noch in der Arbeitsform, immer noch als Chromatin vorliegend. Wir wissen, als nächstes kommt die grüne Mitose, die Zellteilung. Die Chromosomen wechseln jetzt ihre Erscheinungsform. Sie gehen von der Arbeitsform in die Transportform über. Man könnte sagen, die Koffer werden gepackt. Das Chromatin, lang und dünn, wird verkürzt, wird spiralisiert, wird aufgewickelt. Die Zelle hat jetzt Chromosomen, die aus zwei Chromatiden bestehen. Das ist hier unten grün markiert. Zwei Chromatiden sind also so zwei Würstchen, könnte man sagen, oder zwei Bananen, die da ein einziges Chromosom bilden. Und natürlich ist hier diese linke Hälfte entstanden durch die Verkürzung von diesem linken Chromatinfaden. Der wurde aufgewickelt. Und da sehen wir jetzt das Produkt. Der Koffer, mit dem wir auf die Reise gehen, der hat einen Traggriff, damit wir da den Inhalt gut in die Hand nehmen können. Chromosomen sind natürlich keine Koffer, sie haben keine Traggriffe, aber sie haben etwas Ähnliches. Das nennt man das Zentromer. Hier docken dann Strukturen vom Spindelapparat an. Der Spindelapparat, das ist diejenige Struktur in der Zelle, welche die Chromosomen auf die Tochterzelle verteilt. Während der Zellteilung wird dann in der Mitte durchgeschnitten. Die beiden Chromatiden trennen sich. Je eine Chromatide wandert zum einen Zellpol und die andere Chromatide geht zum anderen Zellpol. Dieser Prozess, wie wir später sehen werden, der läuft in der Anaphase ab und jetzt haben wir Chromosomen, die aus einer Chromatide bestehen. Ganz wichtig für den Begriff Chromosom, damit man den richtig verstehen kann, muss man sich das so denken: Ein Chromosom ist diejenige Struktur, die man aus einer Zelle herausfischen würde, wenn man mit einer ganz, ganz feinen Pinzette in den Zellkern reingreifen könnte. Vielleicht würde ich das Chromosom hier mit der Pinzette fassen und wenn ich dann diese Struktur, die ich da mit der Pinzette erfasst habe, aus der Zelle rausnehmen würde, weil das zusammenhängt, würde ich hier dieses Zwei-Chromatin-Chromosom aus der Zellkern rausfischen. Also das hier ist ein Chromosom. Wenn ich mit einer Pinzette hier greifen würde, dann würde ich natürlich diese Struktur aus der Zelle, aus dem Zellkern isolieren können. Wenn ich
ein solches Chromosom mit der Pinzette vielleicht hier links oben greifen würde, dann würde ich die weiße Struktur, die beiden Chromatiden, die zusammenhängen, würde ich isolieren. Und hier gilt dann dasselbe nochmals. Also ein Chromosom müssen wir uns von der Definition her so denken, das ist die zusammenhängende Struktur, die wir als Ganzes aus der Zelle isolieren können. Beim Chromosom kommt es nicht darauf an, ob ein oder zwei Chromatiden vorliegen. Das hier ist ein vollwertiges Chromosom und das hier ebenfalls. Das ist ein einziges vollwertiges Chromosom. Das ist ein einziges vollwertiges Chromosom. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Arbeitsform lang und dünn oder die Transportform kurz und kompakt vorliegt. Das wäre ein Chromosom. In dem Moment, wo durchgeschnitten wird, der Länge nach, entsteht aus diesem einen Chromosom mit zwei Chromatiden, entstehen zwei Chromosomen mit jeweils einer Chromatide. Also nicht der DNA-Gehalt ist entscheidend, nicht die Anzahl Doppelhelices, sondern die zusammenhängende Struktur definiert, was ein Chromosom ist. Was wir hier sehen, ist ein vollständiger Chromosomensatz aus einer menschlichen Zelle. Oben ist der Chromosomensatz gezeigt aus der Körperzelle einer Frau und unten sehen wir den gleichen Chromosomensatz nochmals aus einer Körperzelle eines Mannes. Wenn man die Chromosomen isoliert aus der Zelle, dann kann man sie durch Farbstoffe präparieren, damit sie dann so unterschiedliche Bandenmuster bekommen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Bandenmuster lässt sich erkennen, welches Chromosom Nummer 1 ist, Chromosom Nummer 2, Chromosom Nummer 3 und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir 46 Chromosomen in der Zelle. 23 davon haben wir von der Mutter geerbt und 23 vom Vater. Immer je ein Chromosom von der Mutter und je ein Chromosom vom Vater, die, wie hier gezeigt, haben einerseits die gleiche Nummer, das wäre Nummer 5. Nummer 5 bedeutet, hier in dieser Position wäre vielleicht ein Gen für die Augenfarbe, dann kommt ein Gen für die Haarfarbe und weiter unten hat es ein Gen, das wichtig ist für den Aufbau einer Muskelzelle. Und bei den Chromosomen Nummer 4 hätten wir vielleicht oben ein Gen, das für den Knochenaufbau relevant ist, hier in der Mitte ein Gen, das ein Verdauungsenzym kodiert und da unten ein Gen, das man in einer Nervenzelle drin braucht. Ein solches Pärchen, einmal von der Mutter geerbt, einmal vom Vater geerbt, nennt man ein homologes Chromosomenpaar. Im menschlichen Genom drin haben wir also 23 Chromosomenpaare. 22 davon sind hier blau gezeigt. Die blau gezeigten haben sowohl Frauen als auch Männer. Und bei zwei Chromosomen, das sind die grün markierten, das sind die Geschlechtschromosomen, da unterscheidet sich dann, welches Geschlecht der Körper ausbildet. Wir halten fest, das homologe Chromosomenpaar, hier wäre eines, die Nummer 5 ist so ein Pärchen, Nummer 4 wäre auch ein homologes Chromosomenpaar, Nummer 3, Nummer 17 und so weiter. Jeweils eines der Chromosomen in so einem homologen Paar drin stammt von der Mutter und das zweite, das stammt vom Vater. Das Geschlecht wird durch die Geschlechtschromosomen determiniert. Doppel-X ergibt einen weiblichen Phänotypen, einen Körper mit weiblichen Geschlechtsorganen und der Genotyp XY, das ergibt einen männlichen Phänotypen mit männlichen Geschlechtsorganen.
Wenn ihr die Form der Chromosomen anschaut, dann erkennt ihr, die sind nicht X-förmig oder Y-förmig. Die schauen letztlich recht ähnlich aus wie die anderen Chromosomen hier auch. Sind vielleicht etwas länger oder etwas kürzer, aber sicher nicht X- und Y-förmig. XY bezieht sich nicht auf die Form, sondern damit wird der Modus beschrieben, wie das Geschlecht determiniert ist. Das XY-System meint, dass wenn zweimal das gleiche Chromosom vorliegt, in dem Falle zweimal X, wir einen weiblichen Phänotypen haben. Und wenn wir zwei unterschiedliche Chromosomen haben, in dem Falle XY, dann bekommt man einen männlichen Phänotypen. Also beim Y-Chromosom fehlt nicht ein Ast, sondern das ist genauso aufgebaut wie die Chromosomen, die wir vorhin gesehen haben. Die Säugetiere machen die Geschlechtsdetermination mit dem XY-System. Bei Vögeln zum Beispiel haben wir einen ähnlichen Mechanismus, der aber ein bisschen abweicht. Dort nennt man das System ZW. ZW, das sind einfach die beiden Buchstaben im Alphabet, die sich da links und rechts vom X und Y befinden. Wir können da das Beispiel der Vögel notieren. Die haben das ZW-System. Und der Unterschied bei dem ZW-System gegenüber dem XY-System, das wir Säugetiere besitzen, besteht darin, beim Säugetier zweimal das gleiche Chromosom ergibt weiblich und beim ZW-System haben wir genau das Umgekehrte. Zweimal das gleiche Chromosom ergibt männlich, zwei unterschiedliche Chromosomen bei den Vögeln hier ergeben ein weibliches Tier und beim Säugetier haben wir ein männliches Tier, wenn wir zwei unterschiedliche Geschlechtschromosomen haben. Also XY, WZ, das hat nichts mit der Form der Chromosomen zu tun, sondern damit wird das System beschrieben, wie, nach welchem Muster, könnte man sagen, das Geschlecht genetisch festgelegt wird. Der Mensch hat 46 Chromosomen. Der Zustand, den nennt man diploid. Je einen haploiden Chromosomensatz haben wir von der Mutter geerbt, 23 Chromosomen von der Mutter, haploid, die Eizelle, 23 Chromosomen vom Vater, haploid über die Spermienzelle, zwei Chromosomensätze zusammen, zwei haploide Chromosomensätze zusammen ergeben dann einen diploiden Chromosomensatz und unsere Körperzellen, die besitzen alle einen diploiden Chromosomensatz. Die Anzahl Chromosomen sagt nichts darüber aus, wie komplex, wie leistungsfähig ein Organismus ist. In dieser Tabelle haben wir links einige verschiedene Organismen aufgeführt, Tiere und Pflanzen kombiniert. Und in der rechten Spalte ist der haploide Chromosomensatz angegeben, beim Menschen also hier 23. In einer Körperzelle drin sind es dann natürlich doppelt so viele, also 46. Das gilt für alle hier aufgeführten Organismen. Hier haben wir jeweils den haploiden Chromosomensatz angegeben und müssen uns für einen diploiden Organismus, also hier nochmals eine Verdopplung denken. Ihr seht, die Chromosomenzahl, die variiert. Die notwendigen Gene, die kann man auf mehr Chromosomen verteilen, die sind dann einfach kleiner. Oder man kann sie auf weniger Chromosomen verteilen, dann sind halt diese Chromosomen länger, weil sie mehr Gene enthalten müssen. Es gibt so ein paar Extremisten, Schmetterlinge zum Beispiel, die haben so Effekte, dass sie extrem viele Chromosomen haben können, 223 in dem Falle hier. Das ist dann schon sehr viel. Die meisten Arten, die tendieren, eher so überschaubare haploide Chromosomensätze zu haben. Wie gesagt, die Anzahl Chromosomen sagt nichts darüber aus, wie komplex ein Organismus ist, was er leisten kann. Entscheidend ist viel eher, welche Gene ein solcher Organismus hat, wie viele davon und wie diese reguliert sind. Das ist ein besseres Maß für die Komplexität. Die Anzahl Chromosomen selbst, das ist eine Größe, die recht stark variieren kann.
Wir gehen nochmals zum Zellzyklus, mit dem wir begonnen haben. Wir haben hier eine Variante, die ergänzt ist durch die Erscheinungsform der Chromosomen. Wir können jetzt nachvollziehen, was damit gemeint ist. Lang und dünn, das ist die Arbeitsform. Die Gene sind ablesbar. Kurz und kompakt, Transportform. Die Gene sind nicht ablesbar. Dafür kann die Zelle die Chromosomen hier gut transportieren oder eben verteilen auf die beiden Tochterzellen, die da gerade entstehen. Wenn man im Lichtmikroskop Zellen anschaut, wir werden das im Praktikum tun im Frühlingssemester, dann kann man auch den Zellkern im Mikroskop sehen. Die einzelnen Chromosomen sind allerdings nur im Lichtmikroskop sichtbar, wenn sie sich hier in der Transportform befinden, wenn sie kurz und kompakt sind, wenn sie in der Arbeitsform sind, dekondensiert als Chromatin vorliegend, dann sehen wir sie im Lichtmikroskop nicht. Wir können die Erscheinungsform hier farbig markieren, je nachdem, ob sie sichtbar oder unsichtbar sind. Wir bleiben bei dieser Abbildung und wollen als nächstes mit einer Aufgabe uns überlegen, wie jetzt genau in diesen Chromosomen drin die DNA-Doppelhelix vorliegt. Zeichnet in dieser Abbildung, die wir gerade farblich markiert haben, die DNA-Doppelhelices ein, von wo bis wo sie gehen und wie viele das es pro Chromosom hat. Schauen wir uns die Lösung an und beginnen mit diesem Chromosom hier rechts oben. Die Doppelhelix geht von ganz oben bis ganz unten, auch durch den Bereich des Zentromers hindurch. Dort gibt es keinen Unterbruch. Ein Chromosom ist wirklich ein durchgehender DNA-Faden. Wenn wir alle 46 Chromosomen aus einer menschlichen Zelle nehmen, aus der G0-Phase, wie hier, wo die Chromosomen also so ausschauen, ein Faden pro Chromosom. Wenn wir die DNA rausnehmen aus der Zelle, hintereinander legen, dann bekommen wir einen DNA-Faden total von 2 Meter Länge. Alle 46 Chromosomen hintereinander, die DNA abgewickelt hintereinander, 2 Meter Länge. Wenn man die Anzahl Körperzellen nimmt beim Menschen, etwa 10 hoch 13 sind das, ohne die Erythrozyten, ohne die roten Blutkörperchen, dann bekommt man, wenn man sämtliche DNA aus dem ganzen Körper nimmt und hintereinander legen würde, die Strecke von der Sonne bis zum Pluto, dem Zwergplaneten ganz weit draußen, diese Strecke etwa 3,5 Mal. So lang ist die DNA in unserem Körper drin. Weil die DNA-Doppelhelix extrem dünn ist, nur 2 Nanometer im Durchmesser, passt dann diese riesige Distanz trotzdem in die Zellkerne unseres Körpers hinein. Bei diesem Chromosom hier haben wir natürlich auch eine Doppelhelix, die von ganz oben bis ganz unten reicht. Hier sind es 2 Doppelhelices. Damit ist die Sache eigentlich auch schon geklärt. Wir haben beim Übergang am Ende der G2-Phase in die Mitose, in die Zellteilung rein, einfach eine Verkürzung. Also da ändert sich nichts, außer dass natürlich diese Doppelhelix stärker aufgewickelt wird. Aber auch hier haben wir 2 Doppelhelices. Und wenn diese kompakte Transportform dann in der Mitte durchgetrennt wird, wie hier, haben wir anschließend 1 Doppelhelix pro Chromosom. Zum Schluss wollen wir die Zellteilung, die Mitose, noch kennenlernen. Das Relevante bei der Mitose ist, dass wir als Produkt 2 genetisch identische Kopien bekommen. Man nennt diese beiden Tochterzellen auch Klone. Mit Klone meint man, dass sie eben genetisch genau gleich ausstaffiert sind. Klone meint also genetisch identische Zellen. Das ist bei
dem Text hier auch einleitend nochmals beschrieben, dass das Produkt hier zwei identische Tochterzellen sind, weil wir eine gleichmäßige Verteilung des Inhaltes haben. Bei einzelligen Eukaryoten führt die Mitose gleichzeitig zu einer Vermehrung. Aus einer Mutterzelle werden zwei unabhängige Tochterzellen. Bei vielzelligen Eukaryoten, wie den Tieren oder den Pflanzen, haben wir in der Regel keine Vermehrung, weil die entstehenden Tochterzellen Bestandteil eines bereits existierenden Individuums bleiben. Häufig ist damit aber eine irreversible Volumenzunahme verbunden, so dass man dann diesen Effekt als Wachstum bezeichnet. Bei den Vielzellen führt die Mitose in der Regel zu Wachstum. Wachstum meint, dass wir eine Volumenzunahme haben, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wir schauen uns zum Schluss den Ablauf der Mitose an und ganz zum Schluss wollen wir dann auch noch eine Aufgabe lösen, wo wir die Mitose-Stadien, die einzelnen Schritte in die richtige Reihenfolge bringen. Bevor wir das tun können, müssen wir aber zunächst mal wissen, wie denn die Mitose überhaupt abläuft. Wir starten die Überlegungen mit der Interphase. Bei der Interphase, haben wir gesagt, sind die Chromosomen dekondensiert, abgewickelt in der Arbeitsform. Deshalb kann man sie im Lichtmikroskop nicht sehen. Sie sind unsichtbar, sie sind zu dünn, um mit dem Lichtmikroskop erkannt werden zu können. In der Grafik wird das hier dargestellt, dass wir einen Zellkern haben. Dieser Kreis wäre der Zellkern. Der Zellkern ist einfach homogen gefüllt, aber wir können den Inhalt, die Chromosomen, nicht erkennen. Das ist die Meinung oder die Idee, weshalb da dieser Zellkern so grau ist. In der Prophase werden nun die Chromosomen aus der Arbeitsform lang und dünn dekondensiert, überführt in die Transportform. Das Chromatin wird aufgewickelt. Aus den dünnen, unsichtbaren Chromatinfäden werden die dicken, sichtbaren Chromatiden. Der Prozess beginnt in der frühen Prophase. Wir haben hier also den Beginn der Kondensation, den Beginn des Aufwickelns. Und am Ende der Prophase sehen wir dann im Lichtmikroskop jetzt erkennbar die Chromatiden. Jedes Chromosom besitzt hier zwei Chromatiden. Das wäre also ein Chromosom, vielleicht die Nummer 1. Und hier nochmals die Nummer 1 mit einer anderen Farbe. Vielleicht stammt dieses Exemplar von der Mutter und dieses Exemplar hier vom Vater. Der haploide Chromosomensatz besteht in diesem Beispiel aus zwei Chromosomen, einem großen und einem kleinen. Der diploide Chromosomensatz, wenn wir also väterlich und mütterlich kombinieren, besteht dann insgesamt aus vier Chromosomen. In der späten Prophase sind die Chromosomen jetzt sichtbar. Sie sind vollständig kondensiert, sie sind in der Transportform. Gleichzeitig wird die Kernhülle, die haben wir früher schon kennengelernt, um den Zellkern herum hat es eine Doppelmembranschicht, außenrum auch noch das endoplasmatische Retikulum. Diese Struktur zerfällt, gibt jetzt also die Chromosomen frei. Parallel dazu wird der Spindelapparat aufgebaut. Das ist eine faserige Struktur, die letztlich die Chromosomen auf die Tochterzellen verteilen wird. In der Metaphase, die folgt anschließend, hat der Spindelapparat, dieser Transportmechanismus, die Chromosomen bereits gepackt und in einer Ebene drin angeordnet. Diese Ebene nennt man die Äquatorialebene, Äquator in der Mitte. Und wir sehen hier, weshalb die hier so heißt, weil sie eben auch in der Mitte der Zelle lokalisiert ist. Die Chromosomen werden vom Spindelapparat also in der Äquatorialebene angeordnet. Der Spindelapparat hat im Bereich der Zentromere mit den Chromosomen Kontakt gemacht. Das wäre also so der Art Traggriff vom Koffer oder der Tasche.
Als nächstes wird der Länge nach durchgetrennt. Die beiden Schwesterchromatiden links und rechts von jedem Chromosom trennen sich. Aus einem Chromosom werden jetzt zwei Chromosomen. Das hier ist ein einziges Zweichromatiden-Chromosom. Dann wird durchgeschnitten. Das ist das Produkt. Jetzt haben wir links ein vollwertiges Chromosom, rechts ein vollwertiges Chromosom. Jedes Chromosom besteht jetzt aber nur noch aus einer Chromatide. Das wäre also ein Einchromatiden-Chromosom. Die Chromatiden trennen sich, wandern zu den Zellpolen und in der Telophase kommen dann die Chromatiden bzw. jetzt Chromosomen bei den Zellpolen an. Es wird eine Kernhülle ausgebildet, der Spindelapparat wird zurückgebildet und bei Pflanzenzellen haben wir zusätzlich hier das Einziehen einer neuen Zellwand. Bei tierischen Zellen wird einfach die Zellmembran hier durchgezogen, sodass dann zwei genetisch identische Tochterzellen entstehen können. Das wäre die schematische Darstellung. Im Lichtmikroskop sieht das wie folgt aus. Wiederum, wir haben näherungsweise die gleichen Phasen am gleichen Ort in dieser Abbildung. Die Interphase, Chromosomen dekondensiert, das wäre der Zellkern. Wir können keine Würstchen, keine X erkennen. Das wären hier also die Chromosomen in der Arbeitsform als Chromatin vorliegend, feine, dünne Fäden. In der Prophase kondensieren die Chromosomen. Wir haben jetzt diese Würstchen, können aber noch nicht sehen, wo ein Chromosom beginnt und das nächste endet. In der Metaphase orientieren sich die Chromosomen in der Äquatorialebene. Der Spindelapparat hat hier die Chromosomen in der Äquatorialebene angeordnet. In der Anaphase trennen sich die Schwesterchromatiden, wandern zu den entgegengesetzten Zellpolen und in der Telophase schließlich kommen sie bei den Zellpolen an. Hier sehen wir den Spindelapparat noch sehr schön. Das ist hier diese hellrote Struktur, faserig in der Mitte. Die Chromosomen dunkelrot da an den Enden. Da ist die Telophase schon relativ weit fortgeschritten. Die Chromosomen sind jetzt definitiv schon in einem neuen Zellkern drin organisiert. Das ist eine pflanzliche Zelle, die wir anschauen. Wenn wir genau hingucken, können wir sehen, diese helle, strichartige Struktur, das ist die Zellwand, die gerade gemacht wird und neu dann die beiden Tochterzellen voneinander trennt. Zum Schluss noch die Frage 1. Da sehen wir 6 verschiedene Stadien. Unsere Aufgabe ist es, den Stadien den richtigen Namen zu geben und anschließend auch die einzelnen Abbildungen noch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Abbildung A, das wäre eine frühe Telophase. Man könnte auch sagen, es sei eine späte Anaphase, aber wir wollen da mal etwas großzügig sein und das als frühe Telophase bezeichnen. Abbildung B, das wäre der Zellkern. Wir können keine Chromosomen erkennen. Das bedeutet, sie sind in der Arbeitsform dekondensiert, abgewickelt. Das wäre die Interphase. C, eine wunderschöne Metaphase, die Äquatorialebene gut erkennbar. Der Spindelapparat hat die Chromosomen aufgereiht in der Äquatorialebene drin. Abbildung D, das wäre der zerfallende Zellkern. Im Innern
die Chromosomen bereits erkennbar. Der Kondensationsprozess ist also weit fortgeschritten. Die Chromosomen sind schon weitgehend in der Transportform. Das muss die Prophase sein. Abbildung E, gut erkennbar, zwei Tochterzellen in der Mitte. Es handelt sich hier um eine Pflanze. Sehen wir die Zellwand als helle, dünne Struktur, die eingezogen wird. Die Chromosomen selbst sind schon nicht mehr sichtbar. Die sind bereits von der Transportform wieder zurück in die Arbeitsform gewechselt. Die sind also schon wieder dekondensiert. Das muss eine Telophase sein. Schon eine relativ späte Telophase. Schließlich noch Abbildung F. Die Chromosomen sind gerade auf dem Weg zu den Zellpolen, schon relativ weit fortgeschritten, schon bald am Ziel. Das wäre also eine Anaphase. Weil sie schon weit fortgeschritten sind, können wir sagen, es ist eine späte Anaphase. Zum Schluss verteilen wir noch Nummern, welche die Reihenfolge angeben. Die Interphase bildet den Anfang und natürlich den Schluss der Zellteilung der Mitose. Auf die Interphase folgt die Prophase, Metaphase, Anaphase. Telophasen haben wir zwei Stück, eine frühe und eine spätere. Wir haben es geschafft für heute. Ich wünsche noch einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.